Hallöchen Leute und willkommen zur nächsten Game Review. Erstmal den Sound leiser machen. Ja. Heute mit dem Spiel Demolition Master 3D. Ich sag euch schon mal eins im Voraus. Ich empfehle diesen Simulator auf jeden Fall schon mal nicht. Weil dieser Simulator eigentlich ein... es ist ja nicht mal ein wirklicher Simulator. Denn in dem Ding steckt auch nicht mal das Wort Simulator drin oder so. Und das ist eigentlich das reine Kinderspiel, wenn man es auf gut Deutsch so sagen kann. Das Spiel, ja, ist recht einfach gemacht worden. Von der Grafik her sieht es eigentlich jetzt hier am Anfang schon mal ganz gut aus und so. Aber ich sag mal, was hier nervig ist, könnte die Musik sein. Oder auch die Sounds. Von daher habe ich sie beide alle ausgeschalten. Ja. Dann legen wir mal gleich los und klicken auf diesen Laptop, was ich schon mal ganz fein gemacht finde. Und kann jetzt hier seine Stadt auswählen. Man denkt, oh, krasse Sache und so, wie kann man hier jetzt die Pyramiden einreißen und so. Oh. Geil und so, denkt man sich, oh, gehen wir mal in Paris, vielleicht können wir den Eiffelturm einreißen. Oh, wie geil, und was kommt? Nichts. Außer hier so ein Stück Ding, was man hier vernünftig einreißen soll. Ja, dann hat man nämlich hier zur Auswahl, wenn man hier draufklickt, kann man denn hier die Sprengladungen richtig anbringen? Darum geht's. Man muss die sinnvoll anbringen. Darum geht's. Ne? Die Ladungen oder die Sprengladungen sinnvoll an den Sachen anbringen, so dass dann auch, dass man dann auch nichts falsch macht. Eigentlich total sinnlos die ganze Sache. Dann muss man hier das Ding bestätigen. Dann reißen wir auch noch das Ding ein. Lassen wir auch noch nach da. Bestätigen wir den auch noch. Und dann kannst du hier auf Power drücken. Bam! Oh, wir haben was kaputt gemacht, was wir kaputt machen sollten. Huh. Naja. Kommen irgendwelche Sachen und dann steht da Sieg. Okay, ja, dann kann man weitermachen. Und wieder so eine Kinderaufgabe. Hui, wir dürfen das da nicht beschädigen, Mama. So, jetzt müssen wir diese Stahlgerüste einreißen. Und wenn man keine Lust hat oder nicht klarkommt mit dieser Aufgabe, drückt man einmal dort drauf. Und dann bumm! Und dann geht das ganze Ding genauso klar. Ja. Um genau zu sein, hat dieses Spiel echt einen Sinn vom Feinsten und ich will auch nicht viel zu diesem Spiel sagen. Empfehlen tue ich es in keinster Weise, aber daher, das ist eigentlich auch noch sowas, ja, es hat irgendwie noch sowas, man versucht hier wirklich manchmal ein bisschen weiter zu kommen oder so. Für einige ist es ein recht interessantes Spiel, eigentlich hat was halt mit Logik und so zu tun, aber ob ich diesen Simulator empfehlen würde, nein. Da würde ich euch empfehlen, lieber für etwas mehr Geld den Spreng- und Abriss-Simulator oder den Demolution Company, der Abbruchssimulator zu machen. Diese beiden Spiele sind echt die besseren und sind einfach top. Davon haben wir uns abgesehen, von diesem Spiel hier. Das hat in keinster Weise was mit irgendwelchen Abriss-Sachen zu tun, geschweige mit irgendwas mit Sprengen zu tun. Außer eigentlich ganz gut gemacht ist das Beenden und so. Aber sonst kann man das echt alles für die Tonne hauen. Dann hoffe ich, es hat euch trotzdem ein bisschen gefallen, diese kleine, aber feine Game Review. Und dann bis zum nächsten Simulator. Tschüss, euer Marcy12RPL.